Es ist Zeit für Eierlikör. Frauen in Ekstase. Und knallharte Action. Ich hab ein Gewehr. Freischnauze XXL. Jetzt. Und hier ist Ihr Gastgeber, Dirk Bach. Werde ich gefragt, wie kannst du nur so junge, nette, im Grunde hoffnungsvolle Talente immer wieder in so gemeine Situationen bringen? Und dann antworte ich immer, sie wollen es doch nicht anders. Begrüßen Sie ganz herzlich Teti Mierendorf, Barbara Schöneberger, Emma Brandt und Mirja Mösch. Bitte. Du willst es doch. Ihr wisst, was das XXL bedeutet. Es ist jetzt doppelt so lang. Ihr müsst doppelt so lang improvisieren und natürlich auch doppelt so gut. Ja, auch wir sind, wir haben uns auch voll ins Zeug gelegt, Leti und ich. Und natürlich sind wir auch heute alle wieder dabei bei unserem Mega-Fernseh-Event, die Impro-Novela Verliebt in Geld. Barbara, du freust dich schon wieder? Ich freue mich. Ich bin Hiltrud von Hagen und kann es kaum erwarten, meine Angestellten zusammen zu pfeifen. Ah, es wird so schön werden, meine Damen und Herren. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit etwas Kleinem an. Barbara, bring doch mal einen Kopfhörer mit. Komm zu mir, mein Engel. Pass auf, du gibst eine Party. Ja. Da du keine Freunde hast. Hast du mir welche eingeladen? Ich dir welche eingeladen. Und die sind auch noch lustig. Und die sind lustig, genau. Und weil du die ja selber herausfinden musst, wer die sind, darfst du jetzt die Kopfhörer aufsetzen. Ist das ein Deal? Komm, jetzt mach, Engel. So, okay. Ich verteile jetzt die Rollen. Barbara hat keine Ahnung, hört schöne Musik und kriegt nicht mit, wer ihr seid. Ihr kommt in der Reihenfolge. Zuerst Elmar. Du bist Edmund Stoiber, aber als tyrannischer Fünfjähriger. Wahrscheinlich musst du nur kleiner werden. Ein großer Unterschied würdest du heute nicht machen. Mirja, du bist die unfreundlichste Mallorca-Animateurin der Welt. Ja. Aha. Okay. Und ja. Tietje, du bist ein großer Michael Jackson-Fan. Das einzige Problem ist, du bist auch ein Pinguin. Ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht, aber ich hätte es jetzt nicht gewusst, wie man es machen soll. Kein Eisbär. Ja, das ist gut. Okay, dann würde ich sagen. Man versteht ja nichts, aber man hört die Leute immer lachen. Oh, okay. Ich dachte, du hättest jetzt abgenommen, weil du gemerkt hast, dass das vibriert, ja, weil das ich komme. Auch. Ja, okay. Gut, also, du kannst mit den Partyvorbereitungen beginnen. Gleich kommen deine Gäste. Ich freu mich schon. Ist immer gut, sich in Stimmung zu tanzen. Es geht los. Hallo! Ja, grüß Gott! Servus! Edi heiß ich! Komm rein! Oh Mensch, was ist denn mit dir passiert, Edi? Warst du nicht größer, als wir uns auf den letzten Parteitag gesehen haben? Aber wenn ich mal groß bin, dann will ich ja ganz Bayern unterwerfen! Ja, genau! Oh, wir erwarten noch jemanden! Da hat's geklingelt, geh mal ran! Oder darf ich rangehen? Ja, mach! Ja! Grüß Gott! Ach geil, Kinderclub oder was? Hi! Hallo! Okay. Hey, hast du neu was helfen? Das ist Edi! Ich bin der Edi! Wegen dem Volleyballfeld, das Volleyball tut mir wahnsinnig leid. Ich habe jetzt kein Volleyballfeld. Ich habe aber einen Ball im Park. Was soll man da machen? Ja, keine Ahnung. Schwimmen? Skifahren? Ja, mal gucken, ich überleg mir was. Ja, Skifahren kann man die Bayern. Ja, du bist Kinderclub, ne? Ja. Wollt ihr was rauchen? Ich meine, also wollt ihr was trinken? Trinken, ja. Wasser, aber nur Wasser, ich muss ja noch Sport machen. Okay, hier. Kannst du mir eine Geschichte vorlesen? Nee, aber wir können alle zusammen was trinken. Gemeinsam können wir jetzt was trinken. Das macht tierisch Bock, hab ich total Bock drauf. Also, bei drei. Eins, zwei, drei. Hoch, runter. Ja, das klappt mit euch überhaupt nicht. Warte, ich weiß auch was. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Ja. Oh, das ist ja Bier. Ja, magst du es nicht? Doch. Ja. Mehr Bier. Ja, komm, warte, ich muss auch mal.
hier war Hopfen. Hallo, hallo. Hallo. Ja, dann komm doch einfach rein. Ja. Mach nicht alles nass. Oh, ganz schön warm hier. Hüpfgruppe oder was? Entschuldigung. Dich habe ich doch gestern noch im Zoo gesehen. Da warst du eingesperrt. Ich war nicht eingesperrt, ich war die ganze Zeit hierher. Party, komm, machen wir eine Polonaise. Alle hinten dran, komm. So, alle zusammen und eins, da muss zwei, ich vorne sein. Eins. Yeah. Spaß, 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 Polonaise. Ja, 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 oh, ja, ja, reicht, 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 reicht. Gott, Gott, langweilig. Wird doch nächstes Jahr erst sechs. Mein Wann Gott. Bist du denn erwachsen? Ich meine, das ist ja fürchterlich, wenn man im so jungen Alter im Prinzip schon genau vor Augen hat, dass man irgendwann mal Ministerpräsident von Bayern wird. Ja, in 13 Jahren darf ich das erste Mal wählen und dann, ja, dann beherrsche ich alles. Ah, du bist ein kleines Kindergartenkind mit Allmachtsfantasien. Ja. Kann man das gelten? Ich bin der Edi. Der Edi, natürlich, ja. Der Edi als Kind. Edmund Stoiber als Kind. Ich habe eine super Idee. Wir machen jetzt, Göre ist ja weg, da können wir ja jetzt so ein Sangria-Saufen machen, ne? Das ist ja auch immer total lustig. Sangria? Ja. Hast du mal, seit du auf Mallorca als Animateurin gearbeitet hast, kotzt sich dein Job aber ganz schön an, oder? So. Und jetzt pass mal auf, Pingu. Wir zwei zusammen machen jetzt mal eine schöne Michael Jackson-Performance. Das war schön. Das war der Marsch der Pinguine auf Neverland.